Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. The Long Dark mit Lizzie Schubada. So, erstmal, wir machen mal kurz das Inventar leer. Also ein bisschen zumindest. Ein bisschen zumindest. Dazu machen wir mal so. Da können wir die nämlich nochmal rausschmeißen. Und ja, das Stöckes nehme ich mal mit. Davon können wir einen rausschmeißen mal kurz. Das können wir mal kurz rausschmeißen. So. Das sieht gut aus. Ah, die Handschuhe könnten wir langsam mal reparieren. Ne? Das ist auch in Ordnung. Und hier machen wir das mal raus. Machen wir das mal raus. Das und das und das und das und das und das. Und das. Und das. Und das. Und das. Und das. So. Getrocknet, 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 getrocknet. Das machen wir mal raus. Und das machen wir mal raus. Und das machen wir nicht mehr raus. Denn das passt nicht mehr in den Schrank. So. 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 Ja, und komm, das schmeißen wir auch raus. Denn wir haben uns für diese Folge erstmal vorgenommen, den Krempel aus dem Leuchtturm zu holen. So. So hungry. So hungry. Oh yeah, I am so hungry as hell. Ja. Letzte Folge haben wir erfolgreich der Lagerkoller bekämpft. Oh, da läuft der Bär. Und das war auch echt. Oh, da muss ich hin. Das war auch echt gut, dass wir das hingekriegt haben. Das war mal wieder kacke getimed. Ne? Das ist passiert, während wir uns Dinge geschmiedet haben. Wir haben geschmiedet. Eine Beil und ein Messer. Und danach haben wir noch eine Pfeilspitze geschmiedet. Oder 5 oder 6. Und ja. Dabei ist es dann passiert, ne? Hat man hier wieder schon mal. Ja, guck mal, ein Brecheisen. Huah. Ich finde, den hatte ich schon lange nicht mehr. Deswegen wurde es langsam mal wieder Zeit. Für einen Brechstangenwitz. Huah. Okay, so, es wird wieder kalt, ne? Das ist immer wieder dasselbe hier. Oh, sure, I'm getting cold. Oh yeah, it's getting cold. Mm. Fantastic. Oh, was liegt denn da? Ist es Holz? Ist es ein Fisch? Es ist Holz. Schalala. So, das hilft aber alles nichts. Ne? Wir müssen hier irgendwie rauf. Und ich glaube, ich gehe noch ein bisschen weiter hier. Oder? Komme ich hier noch rauf? Nein! Du Trottel, Klaus, Mensch! Man kann ja leider von hier unten keine Abkürzung mehr hoch zum Leuchtturm nehmen. Ne? Deswegen muss man den korrekten Weg gehen. Und der korrekte Weg führt uns wahrscheinlich hier gleich in die Arme eines Wölflis. Sei denn, wir können der Wölfli ein little bit austricksen. So sieht das Ganze doch immer gut aus hier. So. So, Ziel ist oder wäre, oder ich habe mir als Ziel für diese Folge gesetzt, erstmal den Leuchtturm leer zu räumen. Den Leuchtturm leer räumen. Wir werden es natürlich im Leuchtturm jetzt erstmal kurz ein bisschen aufwärmen. 4%, 5% haben wir schon verloren. Mann, das ist doch kacke. Und dann würde ich echt gerne gucken, dass wir uns den Bogen gemacht kriegen. Ne? Also den Bogen herstellen, das wird nochmal eine Aktion werden hier. Jetzt sind wir erstmal warm, gefühlt 10 Grad. Getrockneter Birkenschößling, getrockneter Birkenschößling, getrockneter Birkenschößling, getrockneter Birkenschößling. Schößling! Getrockneter Birkenschößling. Warum ist der denn noch nicht trocken? Man weiß es nicht so ganz genau, ne? Pass auf, ich mach mal das Laternchen an.
um zu gucken, dass ich auch wirklich nichts übersehen habe. So, der braucht noch ein bisschen. Der braucht noch ein bisschen. Das macht aber nichts. So, Laterne aus. Hier ist alles leer. Da haben wir noch was dran. Wir werden das alles mitnehmen hier. Warum ist das so? Egal, so, pass auf, wir werden das alles mitnehmen. Da haben wir nichts, da haben wir hier noch was. So, das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. Und das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, guck mal, das passt doch vom Gewicht her eigentlich relativ gut. Also auch wenn wir jetzt nicht unbedingt drei Brechstangen an der Dings brauchen, ne? Das ist aber eigentlich relativ egal. Wir werden jetzt diesen einen Gang vom Leuchtturm aus da rüber mal machen. Einen Schrank. Mal gucken, ob wir da was drin finden. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Es ist doch alles völlig überbewertet, wenn man hier was findet. Irgendwas zu finden ist generell überhaupt überbewertet. So, nee, hier oben war nichts mehr. Jetzt überlege ich ja, ob ich, nehme ich hier, mache ich das, improvisiertes Beil. Ich möchte mein Beil eigentlich nicht so gerne für so eine Palette verschwenden, verdaddeln. Und Altholz. Ja, komm, wir machen das mal aufgrund der Tatsache, nee, wobei, nee, das ist ja doof, ne, ich könnte ja genauso gut ein Stündchen schlafen, ne. Dann sind wir auch wieder ein bisschen fitter. Ich glaube, das machen wir auch eher so. Wir schlafen ein Stündchen ohne was zu essen. Trinken brauchen wir nicht. Wir schlafen ein Stündchen. Ja, das ist die bessere Alternative gewesen. Dann sind wir auf jeden Fall wieder warm. Und haben scheiß Wetter draußen. Oh yeah, that's fantastic. 95%. So, pass auf, dann machen wir das nämlich anders. Wir nehmen dann hier lieber mal ein paar Stühlchen auseinander. In der Hoffnung, dass... Wir müssen halt echt Lagerkoller wieder im Auge behalten. In der Hoffnung, dass wir ein bisschen Zeit rumkriegen und eventuell halt der Lagerkoller... Ach Quatsch, der Sturm draußen von alleine verschwindet. Trinken. It's drink time. Was sagt der hier? 97%. Dann warten wir nochmal eben, bis der Schößling fertig getrocknet ist. Den Stuhl können wir noch auseinandernehmen. Die Kisten dauern mir jetzt im ersten Moment erstmal zu lange, um die auseinanderzunehmen. Wir werden nämlich jetzt nochmal ein Stündchen schlafen. Was offensichtlich gegen das Wetter nicht geholfen hat. So, und ach, jetzt fällt mir gerade mal ein, ich bin mal wieder völlig unvorbereitet, ne? Hier, das Ding müsste aber jetzt eigentlich... Oh. Noch nicht getrocknet sein. Ich bin mal wieder völlig unvorbereitet, denn... ich hatte ja gesagt... Derjenige, der mir sagen kann, wie viel Mal ich Lagerkoller gesagt habe in der vorletzten Folge, der wird in diesem Video erwähnt. Und es ist... 21 Mal habe ich wohl Lagerkoller gesagt und der Gewinner ist Mr. Kackkrappel. Oder so ähnlich. Es tut mir leid. Ich werde es in der nächsten Folge hoffentlich nachholen, wenn ich dran denke. Auf jeden Fall die männliche Ausführung von Mrs. Krabappel. So, ich gehe jetzt doch hier oben nochmal gucken. Da oben raus gehe ich aber nicht. Ja, ich habe jetzt hier leider echt nicht viel Möglichkeit. Ne? Ich werde nochmal... Wir werden nochmal ein bisschen warten. Wir werden jetzt ein bisschen warten. Und zwar Dösaure? Oh, stopp, halt. Reicht doch schon. Jetzt gucke ich gerade mal. 99%. Okay, pass auf, wir werden ein Stündchen schlafen. Und zwar werde ich vorher hier so ein lecker Dings essen. Oh, guck mal, 49 Kalorien, super. Dann werden wir noch so ein lecker Dings essen. Eins geht noch. So, dann werden wir uns ein Stündchen ausruhen kurz. Das mit dem Lagerkoller ist echt... Das ist echt doof. Das ist echt doof. So, und dann gab es ganz viele Vorschläge von euch, bezogen auf den Lagerkoller, wie ich den denn am besten wegkriegen würde. Von natürlich der Kirche, wo wir das jetzt auch wirklich durchgeführt haben, über den Vorschlag, dass doch oben auf der Riken im
auf der Brücke quasi zu machen. Ne, das wäre auch in der Tat eine gute Idee gewesen. Das wäre in der Tat auch keine schlechte Idee gewesen. Über... Was war der andere Vorschlag noch? Bei den Paletten an der Verarbeitungsstation. So, und letztendlich muss ich allerdings sagen, war die Kirche echt die beste Wahl hier. Ne? Denn man hat den Vorteil, man ist windgeschützt, man hat den Vorteil, man hat eine Feuertonne da, die halt einfach auch bei Sturm nicht ausgehen kann, so generell halt. Ne? Feuer in der Feuertonne brennt immer. Egal wo man ist, auch wenn die im Freien steht. So wie an der Verarbeitungsstation, die eine Feuertonne zum Beispiel. Die Brücke auf der Riken wäre auch noch eine Option gewesen. Da ist man auch windgeschützt. Wenn man denn dann dort ein Feuer machen kann. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber ich vermute mal, dass man das ausprobiert hat schon. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da schon mal ein Feuer gemacht habe. Also, ich gehe davon aus, dass man da ein Feuer machen kann. Ohne Umschweife. Also, letztendlich... Die Kirche war schon wirklich ein hervorragender Ort. Muss man mal so sagen. Wir haben dort einfach alle Vorteile vereint gehabt. Ne? Und der, also was auch noch ein Vorteil von der Kirche einfach ist, ist man hat halt zu dem Windschutz, den man hat, zu der Feuertonne, den man hat, die man hat und dem nicht vorhandenen Risiko, dass einen irgendwer überfällt, weil ich habe da noch keinen Wolf in der Kirche gesehen. Das kann natürlich sein, dass ich Glück hatte. Hat man auf jeden Fall den Vorteil, dass man da halt auch Holz in der Nähe hat. Ne? Man kriegt also relativ viel, relativ gut, relativ zügig Holznachschub, wenn man den denn braucht. Und das hat man zum Beispiel auf der Riken nicht. Ne? Es sei denn, man hat sich vorher halt im Schiff irgendwo Holz gelagert. Dann geht das natürlich auch da. Oh, was sehen meine blinden Augen da? 99%iges Trockenfleisch. Yeah! Da sage ich doch nicht nein. Oh, und ein Erste-Hilfe-Koffer. Den wir wohl beim ersten Mal hier übersehen haben. Oder vermutlich gar nicht erst nachgeguckt haben. So, irgendwie bin ich auf der falschen Seite hochgegangen. Das macht aber nichts. Geh doch hier durch, Mensch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Der ist schon leer. So, jetzt ist ja die Frage, renne ich hier mal kurz durch den Container durch oder durch die Container durch? Eigentlich auch keine schlechte Idee, ne? Mal eben kurz hier so durchwuseln ist eigentlich, glaube ich, keine schlechte Idee. 10 Grad gefühlt, joa. So, pass auf, ich fange hier hinten mal an. Werde hier jetzt mal das Laternchen anmachen, damit wir auch alle Ecken wirklich absuchen können und einsehen können. Und wir müssen echt gucken, ob wir hier irgendwo in den ganz versteckten Winkeln irgendwo was sehen können. Das ist immer ein bisschen lästig. Das ist, glaube ich, eine zweite Matratze, die da durchscheint. Naja, zumindest kann ich nichts anvisieren. So, es ist natürlich gerade schade um das Lampenöl, ne, was wir dazu aufwenden, aber kommen wir hier leider nicht drum rum in den Containern, weil man echt nicht alles erblicken kann. Hier kommt halt nicht überall das Licht hin. So, ach. Oh, ich war hier schon. Stell ich gerade mal fest. Ich bin hier offensichtlich schon einmal durchgelaufen. Super, das hat sich ja gelohnt. Dann machen wir die Laterne weg. Clever Klaus. Aber es macht auch eigentlich nicht wirklich viel Unterschied. So, dann habe ich die Hagebutten hier hinten wahrscheinlich auch schon mitgenommen, jawohl. Und bin wahrscheinlich hier auch schon rumgegangen, um zu gucken, ob der Container, der Dings da ist. Ja. Dann habe ich da wahrscheinlich auch schon reingeguckt. Und sicherheitshalber habe ich hier wahrscheinlich auch schon reingeguckt. Und habe festgestellt, nirgendwo irgendwas Nützliches drin. So, dann gucken wir hier nochmal. Die sind schon leer. So, dann gehen wir uns jetzt erstmal wieder a little bit aufwärmen.
Und das machen wir, indem wir, glaube ich, jetzt direkt anfangen, uns den Bogen vorzunehmen. Für den Bogen brauchen wir Ahorn. Für den Bogen brauchen wir Därme, die habe ich mit dabei. Und ein Messer, das habe ich auch mit dabei. Und ich werde den Bogen sofort in Angriff nehmen. So, einfacher Pfeil, Pfeilschaft, Survivalbogen. 8,98 Stunden mit dem... Ach, wir brauchen ein Beil. Pass auf, wir machen erstmal... Ich mache es in 4,5 Stunden Rhythmen. Ich sollte vielleicht vorher was trinken. Ja, wir trinken vorher mal was. Das heißt, wir kriegen den Bogen leider an diesem Tag nicht fertig. Ne? Komm, ich mache 5 Stunden. Erstellen. Denn wir brauchen ja Licht zum Craften. Ne? Das ist natürlich... ja, benötigt Licht zum Herstellen. Ist ärgerlich natürlich. So, pass auf. Dann machen wir das wie folgt. Um jetzt... Wir müssten uns eigentlich ein bisschen Wasser machen. Ne? Pass auf, um jetzt dem Lagerkoller ein bisschen entgegenzuwirken... Überlege ich mir gerade, ob ich draußen halt ein bisschen Wasser gehen mache, ne, an der Feuertonne. Problem daran ist natürlich... Ich werde mal gucken, ne, wie kalt es ist. Das Wetter ist natürlich minus 22 Grad, ja. Das ist natürlich nicht unbedingt... coolste Wetterlage. Also doch, eine coole Wetterlage ist es schon. Na klar. Wolf und Bär direkt in unmittelbarer Nähe. Ich werde das trotzdem machen. Risiko, Klaus, Risiko. Nicht gut. Also den Wolf müssten wir sehen, wenn er kommt genau im Prinzip da vorne zwischen den beiden Silos hier raus, wenn er hier rauskommen sollte. Ich werde einmal mein Altholz reinmachen. 1 Liter Wasser. Keine gute Idee. Klaus, keine gute Idee. Ich mache den Liter jetzt natürlich trotzdem, ne? Ich gehe lieber jetzt hier in den Container rein, denn ich habe, der Wolf war schon sehr, sehr nah. Ich habe den gehört, während ich hier so gebrutzelt habe. Während ich mehr Wasser gebrutzelt habe. So, und dann nutzen wir einfach die Gelegenheit und schauen uns hier in dem Container nochmal um. Das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Also wenn ich jetzt nicht irgendwie drastisch irgendwas übersehen habe, ist der Container hier komplett nutzlos. Ich glaube, ich habe nichts übersehen. So, 12 Grad. Ah, das ist natürlich echt... Ah, Unterkühlungsrisiko. Ich habe gerade schon gedacht, ey, ihr wollt mich doch jetzt hier verkackeiern. So, pass auf. Wir werden jetzt auch hier schlafen. Ich werde mir hier den Schlafsack ausbreiten. Wir werden wahrscheinlich nicht länger als 5 Stunden schlafen können. Ne? Pass auf, wir machen das anders. Wir warten jetzt gerade nochmal 2 Stündchen. Dann werden wir zum einen warm, verlieren natürlich nochmal 2% Zustand. Das ist aber egal. So, und jetzt werde ich mir hier was essen. Ja, echt ein 99%iges Trockenfleisch gefunden. Nicht schlecht. So, und dann hoffe ich mal, dass wir 7 Stunden am Stück schlafen können. Zustand nochmal ein bisschen regenerieren. So, das müsste doch eigentlich zum Schlafen schon reichen. Aber vielleicht sollten wir vorher nochmal ein bisschen trinken. Das wäre vielleicht nicht ganz so verkehrt.
So. Komm, wir stellen es auf 8 Stunden. Und eventuell sind wir dann schon in der Nähe vom Tageslicht. Ja, guck mal, das sieht doch gut aus. Komplett erholt aufgewacht. Kein Lagerkollerrisiko. Was auch jetzt nicht ganz unerheblich ist, wenn ich ehrlich sein soll. So, und jetzt, ich würde echt gerne den Bogen fertigstellen. Ich würde echt gerne den Bogen fertigstellen. Und dann müssen wir echt gucken, wie ich werde. Wahrscheinlich werde ich es erstmal bei den drei Pfeilen belassen, die wir haben. Denn ich habe keine Lust auf Lagerkoller. Ich habe wirklich keine Lust auf Lagerkoller. Und irgendwas müssen wir tun. So, 4,18 Stunden, das sollten wir doch relativ easy hinkriegen. So, perfekt. Kein Lagerkollerrisiko. Vielleicht. Something to eat, bla bla. Okay, so, pass auf. Also, Bogen haben wir fertig. Das ist auf jeden Fall schon mal ein immenser Fortschritt. Wir haben einen Bogen fertiggestellt. Und den werden wir uns jetzt erstmal angucken und drüber staunen und philosophieren, wie schön denn so ein Bogen ist. Nein, wir werden jetzt erstmal kurz hier ein bisschen sortieren. Also unsere Gegenstände, die wir jetzt hier haben, werden wir mal ein bisschen auseinanderdröseln und gucken, dass wir ein bisschen Ordnung in unseren Krempel kriegen. So, pass auf. Also. Ich werde. Ich muss echt mal. Wo ist denn hier eigentlich? Habe ich hier keinen Erste-Hilfe-Koffer hier drin? Tütiert ja nicht. So, okay, pass auf. Werde ich den Craft-Kram mal reinpacken. So, Ahorn. Brauchen wir erstmal nicht. Birke. Ich werde davon 10 mal hier umlagern, denn ich möchte gerne wirklich versuchen, vielleicht nochmal 2 Pfeile zu machen. Für 2 Pfeile brauche ich 6 Krähenfedern. Machen wir doch lieber so. So. Und 2 Pfeilspitzen noch und 2 Pfeilschafte. Wo habe ich denn die Pfeilspitzen getan? Warum kann ich hier nicht scrollen? Manchmal ist es echt irgendwie seltsam. So, alle umlagern. 2 holen wir uns nochmal raus. So. Dann werde ich die Haken da nochmal rüberschmeißen. Das sieht doch soweit ganz gut aus. So, pass auf, dann werde ich hier ein bisschen Werkzeug und sowas hinpacken. Brecheisen nehme ich mal mit. Also eins natürlich nur. Ne? Warum kann ich hier nicht mehr scrollen? Ach, ich habe gar nichts. Es gibt gar nichts mehr zum Scrollen. So, die Säge und den Hammer können wir jetzt hier lassen. Das Werkzeugset können wir hier lassen. Die Nähsets begrenzt. Eins lasse ich mal im Inventar, denn ich würde gerne natürlich unsere Handschuhe noch kurz reparieren. So, den Rest lasse ich hier drin. So, immer noch den Lagerkoller ein bisschen im Auge behalten. Die Handschuhe können wir reparieren, denn 25% kriegen wir auf jeden Fall hin. So. Ja, den Rest müssen wir noch nicht reparieren. Das ist in Ordnung. Okay, so, pass auf. Jetzt müssen wir natürlich mal schauen. Wir haben keinen Erste-Hilfe-Kasten hier, ne? That's very disgusting. Okay, dann packen wir Erste-Hilfe-Krempel hier hin. Oh Gott, der Klaus muss gleich niesen. Oh Gott. Davon nehme ich mal 4 mit. Von den Schmerztabletten nehme ich mir 10 mit. Ach so, und dann kam zwischendurch noch die Frage so, Klaus, warum schleppst du denn sowohl schulmedizinische als auch Naturheilkunde-Dinger mit dir rum? Und das habe ich auch schon mehrmals beantwortet. Ich habe einfach lieber beides mit dabei, weil die Tees halt noch zusätzliche Vorteile einfach bringen. Die Tees haben halt noch die Vorteile, dass sie unter Umständen Durst löschen können und warum schleppe ich das eigentlich mit mir rum? Und
zusätzlich halt auch noch einen Wärmebonus geben könnte, ne? Und wenn wir in so einer Situation sind, wo das relevant wäre, finde ich, es ist durchaus in Ordnung, halt so ein paar Tees mit rumzuschleppen. Ich werde allerdings von den Tees jetzt auch nochmal jeweils einen rausschmeißen. So. Okay, so, dann sagt unser Inventar, dass wir noch ein bisschen Essen aussortieren können. Und ich werde Nahrung jetzt erstmal hier rausschmeißen. Den Kürbiskuchen, ich verwahre mir den auf. Und die verwahre ich mir auch auf. Und von den Rohrkolbenstängeln nehme ich mir auch nur 10 Stück mit. Oder sogar nur 9. So. Und dann sehen wir doch wieder etwas gescheiter aus insgesamt. So. Wir brauchen schon wieder Wasserneues. Haben wir draußen halt natürlich auch echt nicht viel geschafft, ne? Bevor wir das aber machen, werde ich jetzt erst nochmal... Ich werde mich jetzt nochmal an einen Pfeil dran wagen. Denn wir können gerade eh nur relativ schwer raus. Aufgrund des Wetters. Und das ist auch leider nach dem einen Pfeil nicht besser geworden. Deswegen werde ich noch einen Pfeil herstellen. Und dann ist auf jeden Fall aber Schluss. Und das Wetter spielt Gott sei Dank auch mit. Und wir haben keinen Lagerkoller. So. Und das ist schön. Denn unsere Fertigkeit Bogenschießen hat natürlich jetzt ein bisschen gewonnen. Ne? So, und ich werde mir jetzt... Ich muss jetzt nochmal Wasser kochen. Da kommen wir nicht drum rum. Und ich überlege, ob ich das... Ich versuche das nochmal draußen zu machen. Wir müssen gucken, wie kalt es draußen ist. Und denn ich möchte gerne die Lupe auch ein bisschen öfter verwenden und besser zum Einsatz bringen. Aber wenn es natürlich draußen jetzt so scheiße kalt ist, ist das natürlich auch doof. Ne? Minus 16 Grad, das geht eigentlich. Ne? Das geht eigentlich. Ich höre schon wieder den Bären. Nee, doch nicht. Es waren... Über uns hinweg fliegende Krähen waren es, um den Satz noch zu Ende zu machen. Keine Chance mit der Lupe. Okay, pass auf. Oh, verdammt. Ich kann nicht zielen. Weil ich blöd bin, glaube ich. Oh, fuck. Ich habe den getroffen. Eine Platzwunde. Okay. Das ist okay. So, wo ist mein Pfeil? Wo ist mein Pfeil? Komm schon, gib mir meinen Pfeil. Mein Pfeil ist wertvoll. Da ist mein Pfeil. So, es sind minus 16 Grad. Das Ding ist jetzt... Das Ding ist jetzt... Ich könnte zumindest das Fleisch rausholen, ne? 42 Minuten. Zumindest ein bisschen Fleisch rausholen. Aber dann ist er einmal angebrochen, ne? Das ist jetzt echt ein bisschen blöd. Okay, pass auf. Hilft alles nichts. Ich werde jetzt hier ein Feuer machen. Wir können es leider nicht mit der Lupe machen. Okay. Schockmoment vorbei, ne? das war ein echt hohes Risiko, was ich da gerade eingegangen bin. Und wir überziehen jetzt leider in dieser Folge. Nee, wobei, ich mache jetzt hier einen Cut. Die haben den Wolf geschossen. Ich mache hier einen Cut. Ich lasse das Feuer gerade noch angehen. Das war ein gewisses Risiko, das musste ich aber jetzt eingehen. Warum mache ich hier ein Feuer an? Das macht überhaupt keinen Sinn, ne? Minus 16 Grad kriege ich so nicht abgefangen. Ich mache hier auf Pause. Wir machen hier einen Cut. Wir haben den Wolf nicht erlegt mit unserem Pfeilschuss, aber zum Glück war er schon so gut getroffen, dass wir nur eine kleine Platzwunde erlitten haben und nicht wirklich irgendwie krank geworden sind.
Das Ding ist, ich kriege jetzt mit dem einen Zedernholz und den Stöcken, die ich habe, kriege ich die minus 16 Grad nicht kompensiert. Ne? Deswegen ist es relativ ungünstig gewesen, jetzt hier ein Feuer zu machen. Das war nicht zu Ende gedacht. Deswegen machen wir hier einen Cut und in der nächsten Folge gehe ich erstmal nur... Gehe ich Holz holen? Nee, ich mache das mit einem Stück Kohle. Wir haben ja Kohle im Dings, ne? Das ist eigentlich keine schlechte Idee, denn die Kohle in den Bergwerken respawnt ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Zeit es braucht, damit die respawnt. Aber ein Stück Kohle können wir durchaus opfern für das Feuer hier. Und dann werden wir den Wolf auseinandernehmen. Und damit sind wir dann dem Wolfspelzmantel wieder ein Wolfspelz näher gekommen. Ja, so machen wir das. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat, wie immer gerne kommentieren, diskutieren, philosophieren, das Däumchen oben nicht vergessen und Daumen drücken für Lizzie, dass das mit dem Wolf gut klappt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von The Long Dark auf dem Schwierigkeitsgrad Interloper wieder. Bis dahin. Tschüss.